Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Huibu und das Hexenschloss. In diesem Film geht es um Huibus Schwester, die Maria, gespielt von Mina Tanda, die zum Beispiel behaarte Jungs, Schule oder Maria, ihm schmeckt's nicht, zu sehen war. Die hat ein Buch, ein Zauberbuch namens Micronomicon und versucht es von der bösen Hexe Erla, gespielt von Charlotte Schwab, die zum Beispiel bei Wolfsrevier oder Alarm für Cobra 11 zu sehen ist und in x anderen Produktionen, versucht sie das Buch zu verstecken. Aber sie werden mehr oder weniger geschnappt, beziehungsweise die Maria wird geschnappt und gibt das Buch ihrer Tochter, der Ophelia, gespielt von Nelly Hoffmann. Und die ist bisher, glaube ich, noch gar nicht so groß in Erscheinung getreten. Das muss wohl, glaube ich, ihr Kinodebüt sein. Auf jeden Fall sagt Maria zu der Ophelia, geh zu Huibu, er ist zwar ein bisschen tollpatschig und so, aber er hat das Herz am rechten Fleck und wird dir helfen. Dabei haben Huibu und König Julius momentan so ihre eigenen Probleme. Finanziell steht es bei den beiden nicht so gut. Und Huibu kämpft immer noch damit, gruselig zu sein. Aber auch König Julius hat so seine Probleme, denn er ist von seiner Geliebten getrennt. Auf jeden Fall bittet Ophelia die beiden, ihr beiden zu helfen, Erla zu stoppen und das Necronomicon ihr zu entreißen und alle anderen Hexen auch zu befreien. So viel zur Story. Ich muss sagen, die haben echt eine Schippe draufgelegt. Ich muss das echt sagen, also der erste Teil, der war nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend. Aber beim zweiten Teil haben die echt eine Schippe draufgelegt. Es hat richtig Spaß gemacht, den Film zu gucken. Und die haben auch wirklich auch viele Gastauftritte und dies und das alles sehr, sehr, sehr gut. Und auch der Humor ist besser geworden. Also ich fand beim ersten Teil der Humor, der war okay, aber ja, hätte mir noch ruhig noch ein bisschen mehr dabei sein können. Und Huibu sieht immer noch so aus wie damals, also da haben die jetzt keine große Hand angelegt oder so, da haben die jetzt nichts verbessert. Aber die haben echt eine gute Arbeit abgeliefert. Die CGI ist für deutsche Verhältnisse, sage ich jetzt mal, okay bis teilweise sogar gut. Da merkt man natürlich, dass da amerikanische Produktionen natürlich mehr Geld drin haben, aber das ist echt gut umgesetzt worden. Also ich kenne Huibu gar nicht, also als Literatur oder Hörspiel oder sonst irgendwas. Da sagt mir das echt nichts. Ich habe jetzt gestern mir den ersten Teil das angeguckt, auch das erste Mal angeguckt. Und ich muss sagen, das Motion Capture ist ganz gut gelungen auch. Also ich bin damit eigentlich wirklich zufrieden. Die Schauspieler sind auch gut gewählt dieses Mal. Also auch wenn man manche gar nicht so kennt oder vor allen Dingen auch er kennt, weil die Kostüme und die Masken echt gut gemacht wurden, teilweise kein CGI und echt, also der Film, der macht eine Menge Spaß. Also da muss man sagen, im Gegensatz zu Teil 1, den hätte ich jetzt so ja zwischen 3 und 4 gegeben, beziehungsweise eine gute 3 gegeben. Muss ich sagen, haben die hier echt noch mal was draufgelegt. Also da ist wirklich eine Verbesserung zu erkennen und da muss man sagen, also es ist auch wieder schön, so Bully Herbig in Anführungsstrichen zu sehen und es ist natürlich auch richtig, richtig schön, Rick Cavanian zu sehen, den Schauspieler, Comedian etc. mag ich bis heute. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Ja, also ich muss sagen, der neue Cast gefällt mir echt gut. Viele schöne Gastauftritte. Die Story ist okay.
Also für das, was der Film darstellt, ist er absolut hundertprozentig. Die Sprüche sind besser geworden als beim ersten Teil. Der ganze Humor ist besser geworden als beim ersten Teil. Und von daher, also, es ist echt ein Sequel, was besser ist als der erste Teil. Und da scheitern ja schon viele Leute dran. Da scheitern ja wirklich viele Leute dran, dass sie einen zweiten Teil hinkriegen, der mindestens genauso gut bzw. besser ist als der erste. Und hier haben die es wirklich gut hingekriegt. Wir haben wirklich eine interessante Story nach europäischen bzw. deutschen Maßstäben mit guter Technik umgesetzt, mit guter CGI umgesetzt. Klar, man kann das mit Blockbuster, wo noch mehr Geld hintersteckt, natürlich nicht vergleichen. Aber für das, was der Film ist, war es absolut ausreichend und ich bin damit echt zufrieden, so dass ich dem Film gute 4 Totenköpfe gebe. Also eine klare Anguckempfehlung, nicht nur für die Kleinen, sondern auch die Erwachsenen werden da ein bisschen mehr Spaß haben, als man vielleicht denken könnte. Das war die Filmbewertung zu Huibu und das Hexenschloss. Ich würde sagen, bis demnächst.